Moment, es war doch irgendwo die die Antwort liegt im Esszimmer. Hier Notizzettel. Der Code ist im Esszimmer versteckt. Ja, welcher Code? 8640, das ist klar. Verdammt, sie sind überall. Aha, und warum explodieren sie? Ihr schafft mich. Ach ja. Ach ja. Buchstabiert, Nahrungskette, Kopfsalatliebchen. Doch der Elefant, der sah so süß aus. Was zur Hölle? Du willst Krieg, du kriegst mich. Und dann kriege ich dieses Gewehr. Okay. Ich brauche Wasser. Ich habe einen Eimer. Kann ich den Eimer ausrüsten? Leerer Eimer. Auffülle harrendes Behältnis. Nein, nicht runterblick. So, hier. Nach Falschitz Zimmer. Gut, aber. Gut, aber wo kann ich den Eimer auffüllen? Draußen ist. Moment, wir gucken mal kurz raus. Weil draußen war ein Brunnen, wenn ich das recht im Kopf habe. Nein, habe ich nicht. Hier war doch mal ein Brunnen. Oder. Doch ein Springbrunnen. Ach. Das überfordert mich. Moment, was bist du? Eine falsche Bewegung, Made. Eine falsche Bewegung, Made. Blattschuss. Hier in der Stadt wird alles zermahlen, was die Knochen hat, ist Knorpelfisch. Und hier. Tommy Gun 1, Dickhäute 0. Okay, der rührt sich nicht in Schieberichtung. Irgendwas blockiert. Geht doch. Okay, der Schrank. Er lag ja gerade zu stechen in der Luft. Der unpersönliche Muff eines Arbeitszimmers. Äußerster Durchschnittlichkeit mit Tisch und Angelegenheit sortierten Schränken. Gut. Von Gelb A wie Angelegenheitsopportun. Bis M wie Metiers verwandt. Und hier. Von N wie nötigenfalls bis Z wie zirkulär Interesse. Ein Whisky. Stoff sichergestellt, Rest. Was? Rest unerheblich. Na, das tut gut. Nein, wie eine gemütliche Sitzfläche war nichts für mich. An meinem Platz bleibt der harte Asphalt auf den knallharten Regen plasselt. Das ist mein Jagdrevier. Ach Gott. Bitte. Guten Tag. Sie wissen nicht zufällig, wann Mrs. Van Wertley wieder im Hause ist? Bedauere, ich suche sie selbst. Aha, nun dein Erfolg. Okay. Akkurat ausgerichtet, aufgeräumt, aber noch nicht ordentlich genug. Perfekt. Ich bin fertig mit diesen Schubladen. Gut. Aha, der verschwindet einfach mal so. Knacken. 8 6 4 0. Was?
Aufschweißen. Und womit? Ach. Aber die Lösung war doch 8640. Na nu, wenn sich hinter der Wand der Tresorraum verbirgt, müsste das doch perspektivisch. Du kriegst mir nicht klein aus, du nicht. Okay. Ich hätte trotzdem gern Wasser. Ich würde gerne an die Waffe da oben. Gut. Gucken wir uns nochmal das Bild an. Die Lösung ist im Esszimmer. Gelbe Blumen. Ich sehe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, ich bin ganz toll. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hasen, das stimmt. 4 Piraten, stimmt auch. Und 0 Pinguine. Okay, 9, 6, 4, 0. Trotzdem hätte ich gerne Wasser. Ach, gut. Also, was auch immer. Ja, erstmal fünfmal dagegen laufen. Knacken. Moment, so. Ach, nein, Quatsch. 9, 6, 4, 0. Wieso? Das. Das eine war doch kein Pinguin. Also, ich kann ja mal. 9, 6, 4, 1. Stimmt. Ich will das nicht aufschweißen. Ich will das so rauskriegen. Und ja, ich weiß, ich werde wahrscheinlich irgendwas übersehen haben. Aber. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doch, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasen. Das sind 4 Piraten. Ja. Okay. Und die Pinguine existieren nicht. Wups. Gut. Ich bin ein wenig verwirrt. Aha, verdammter Reflex. Eigentlich mag ich doch Berglandschaften. Ach. Na, ja, ich will nicht durch diese Tür. Hier bewegt sich alles so schnell. Und hängt, glaube ich, auch im. Ja, der läuft immer in Feldweite, wie ich drücke. Ich drücke, lass los. Jetzt lasse ich. Ja, okay. Also, Ausrüstung. Erstmal speichern. Dann Ausrüstung. Zubehör. Schneidebrenner. Aufschweißen. Was für ein knallharter Tresor. Drecksding. Was zum Aufschießen. Nicht ein Kratzer. Ah. Nein. Gut. Ich würde sagen, in diesem Fall ist es angebracht, ein Zitat aus einem anderen Let's Play zu bringen. Ah! Ja. 9. Übersehe ich einen Hasen? Zähle die Piraten. 9, 6, 4. Ich bin überfordert. 1, 2, 3. Zähle die Hasen. Ja, aber. Zähle die Piraten. Übersehe ich irgendwo Pinguine? Ja, jetzt ist wieder ein Moment gekommen, in dem ich mich blöd anstelle. Geheimnis ist ein Schlüsselschrank.
Dinge. Notizzettel. Das hastige Kritzeln eines eiligen Mannes. Der Code ist im Esszimmer versteckt. Ja, das ist doch der Code. Ich bin mal wieder zu blöd für irgendwelche Rätsel. Ja, B-Dinge. 5, 6, 7. Sollen wir es damit versuchen? Ich versuch's einfach mal damit. Mir fällt gerade nichts mehr ein. Ach, doch, richtiger. Hier. Knacken. 5, 6, 7. Ja, Break. So rum. Ich weiß, diejenigen, die das jetzt wissen, werden sich an den Kopf fassen und wollen mich jetzt dann wahrscheinlich erwürgen. Aber gut. Aber gut. Wenn sie mich erwürgen wollen, dann... Ach, damit kann ich auch leben. So. Ja, bla bla, warum immer Emily? Gut. Zähle die gelben Blumen. Das sind 9. Oder? Ich weiß nicht, was davon als gelb zählt. Ich verstehe es nicht. 3. Keine Ahnung. 6, 4, 0. Ich probiere jetzt einfach mal oben alle Zahlen bei der ersten Ziffer durch. Weil... Na gut. Sonst habe ich keine Ahnung mehr. Also 1, 6, nein 6, 4. Ja, ist gut, Brick, ist gut. 2, 6, 4, 0. Ist gut, Brick. 3, 6, 4, 0. Vier, sechs, vier. Ach, warum will ich da mal? 5, 6, 4. Sechs, sechs, vier. Ich verzweifle. 7, 6, 4. Gut, ich habe keine Ahnung mehr. Falls ihr es wisst, dann schreibt es mir bitte, bitte in die Kommentare. Ich blicke hier im Moment nicht mehr durch. Oder falls ihr irgendeinen Hinweis habt, dann sagt mir das. Ich speichere hier an dieser Stelle. Wünsche euch noch einen wunderbaren, wunderschönen, fruchtigen Tag. Und sag... Ciao und bleibt fruchtig. Bye.